Geehrte Marius, liebe Geschwister noch einmal, Geräuschen noch einmal mit dem Frieden Jesu Christi. Und weil wir noch zum Anfang beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Entscheiden zu Marius. Ich danke dir, Vater, für diese Möglichkeit, für diese Gelegenheit, Herr. Ich danke dir, Vater, für das Verreicht, Herr. Zu Wort, ich die Bereibung von dir, Neufeile der. Herr, ich freue dich, musst du mich brauchen. Herr, ich muss das ein Instrument sein für dich, Vater. Ich meine eine Wirt, ich meine eine Denke kann ich nicht, aber Herr, du hast Vollmacht und du hast Kraft. Und Herr, ich freue dich, dass wir alle, auch ich selbst, wo mein Wort empfänglich merke, für dein Wort und für deinen Jesus reden, Herr. Machst du reden, Herr, mach kein Wort zu viel gesagt worden, kein Wort zu wenig, aber Herr, bless dort, was du machst, Herr, zu deiner Ehe und zu deiner Verherrlichung. Ich bete dein Jesus, dass du mach das Ganze, alles leiden, selbst die uns bald neu geleid hast, in deiner Nummer. Amen. Der Timer hat euch gesagt, Reichtum in Christus oder in der Welt. Mir ist dort in Gedanken gewasst und was von Reichtum wir uns sicherlich, was von Reichtum wir in dieser Welt mit deiner Hand, aber wie du mit umgehen deine. Dort möchte ich Markus Kapitel 10, Vers 17, Bad 27. Möchte ich dort lesen, Markus Kapitel 10, Vers 17, Bad 27. Die Überschrift, die ist für mich sehr klar, hier in Plotich, wenn es, wird das hier gerade sein, dass die Vorrechte sind. Was Jesus war, ab dem Weich wir, kam ein Mann nach ihm gerannt, schneid sich vor ihm und seht, geh der Meister, wort mit euch deine, dass euch ihr Leben zu gewinnen. Jesus sagt, worum nennst du mich geht? China es geht, bitte Gott selbst. Du weißt die Gebete, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, du sollst scheinen und schmieren, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich sage, Meister, das habe ich alle von jung an getan, ihr Hölle. Jesus checkt am an und wir am Geld. Ich sage, die fehlt noch eins, geh und verkauf alles, was du hast, und jaff die Arme dort. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und fall mir nur. Der Mann läuft im Kopf hängen und jen trürig war ich, weil zwei hat einen geräutet für mich. Jesus schickt an sich und sieht zu seinen Jünger, wisch wo war der Rechte in dort Gottes Recht kommen. Der Jünger wunderte sich über seine Wirt, heu aber antwortet noch einmal, Jenja, wer schwor es dort in dort Gottes Rechte kommen, für dei er vertrühe ab Rechtum saate? Dort es für einen Kamel leichter, durch dort ihr von einer Nodel zu gehen, ist für einen rechten Mensch in dort Gottes Rechte kommen. Dann verfierte der Jenja sich noch daller und sehte einer zum anderen, wer kann dann säulig werden? Jesus schickt am an und sieht, für Mensch ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist alles möglich. Mir hat das beschäftigt, sich hier, wenn nur denke, was sind unsere Motivationen im Leben, vielmals. Wir haben hier mit Geld zu tun, das ist ganz klar. Wenn wir dass der Allah wie wurde, dass der Meier, wo wir mit Geld konfrontiert, eigentlich so zu sein ist. Oder wenigstens, es scheint, haft ihr euch nicht so mit zu tun, aber wenn euer Allah wird, wird euer du eben mit euch mit Geld lehren anzugehen. Und was ist dort, wer lehrt euch du richtig biblisch mit anzugehen, dass Gott kann wohlgefährlich sein? Und dort habe ich dem Gedanken, was sind unsere Prioritäten? Was ist uns wirklich wichtig im Leben? Ist das uns Haus? Vielerlei Fehlgewichte möchten ein ganz perfektes Haus haben. Viele auch Orte. Viele
sehr viel Gewicht auf ihre Orte. Besonders in den Jugendjahren weiß ich, dass sehr viel, da war viel Gewicht gelegt auf Maturat, ob man rein sein, ob man sein sein. Als das Ding in Orbit steht, bist du wirklich sehr hängen an der Orbit. Du musst bis immer mehr arbeiten, wenn du denkst, und ein Männer, dann wird dir das mehr Geld geben. Also Dinge Fans, er ist das ein Sport. Viele, die Mathe einmal der Weg, oder zweimal der Weg, Mathe darf das Sport, und das kann er nicht verpassen. Eins wird dir zu verpassen, aber Sport kann er nicht verpassen. Was ist deine Motivation? Was trifft dich? Was trifft dich in Eva? Oder ist das eine gute Sache, was wir in der Bibel lesen, was für uns als Menschen immer viel leichter ist, vernünftig. Mit dieser Sache, die ich abgerichtet habe, ich glaube, das ist sehr einfach. Da habe ich sehr viel Zeit für. Oder ist es Gott sein Wort studieren, lesen, das studieren. Gemeinschaft haben mit Leuten. Oder beten. Gott anbeten und Gott danken und ein einfaches Gebetsleben führen. Dann soll ich hier Fasten abschreiben. Dann will ich das euch abschreiben. Das sage ich ganz frei. Ich will euch abschreiben. Fasten. Ich habe das auch wirklich gefallen. Ich soll nicht mal fasten. Ich habe das getan in meinem Leben. Aber ich spät einfach der Helle erste sehen, ich soll hier Fasten abschreiben. Fasten, das ist eine Sache, was mich sehr schwer fällt. Und ich glaube, wie es Christen, wie soll das aber viel mehr tun? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, wir haben das schwer mit, dass wir Fasten wählen. Was ich persönlich und ja Fasten teile, der wir ich Fasten empfinde, der ist nicht unbedingt, du sagst dir, das bläst das Ete auf. Aber da kann auch sein, du sagst dir, ich will mal eine Mahlzeit am Tag essen, oder du hast Dinge ordentlich, was du willst, wenn du essen. Und in dem Zeit, wo du die Bibel lesen, du willst Gemeinschaft haben mit Gott, du willst im Gebet sein. Oder du sagst dir mal ganz bewusst auf, von den Fällen für ein paar Dauer oder für einen Tag oder rief mal einen Weg oder was immer, wann das möglich ist, dann leist du das Fällen zu sehen. Du sagst, du hast sehr viele Beschäftigungen in den Fällen und du sagst, leist das zu sehen. Dort teile ich teile das, wir haben vielleicht verschiedene Denkens immer, aber ich teile das und ihr Faste. Oder du sagst, das Sport, für uns hier ist das gerade sehr wichtig, dass wir Mathe Sport haben. Und du sagst, sie von einem Sport eventuell oder ein paar, dann meine ich, dass du dich mal losfahren und du nimmst dich die Zeit in Gemeinschaft an mit Gott. Du und allein mit Gott. So, du weißt vielleicht, was ist unsere Motivation? Was motiviert uns in uns Leben? Ist das wirklich göttlich? Ist das biblisch, was uns motiviert hat? Ich glaube, wenn das Sachen sind von der Welt, ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir in reinen Orten haben, wir haben diese gute Sachen, wir haben ein fernes Haus, das schaut nicht, du hast nicht erreicht. Aber wenn dort ist unsere Priorität wird, dass wir durch uns festhalten, wir ankern uns da an, wir beschaffen uns da mit, no, das muss besser sein, das muss perfekter sein, dann sind wir, glaube ich, auf einen falschen Weg, auf eine falsche Hinsicht. Dort, was deine Priorität ist, dort weißt, was dein Bestreben ist. Ne, was du strebst ist. Was du strebst ist, ist der Reichtum von der Welt oder der Reichtum in Gott, in Kind Gottes. Du weißt, wie mir das ein Tag wichtig wird, weil ich hier lese, dass die paar Farsch, aber dass wir Kinder Gottes sind. Und dass wir dem Wirt durchanfangen, ist in der Welt. Meinst, die Welt, das muss sehr vorübergehend. Das Mann, der hat wie Reich, der hat viel Geld. Aber doch, fehlt ihm noch was. Hat das Mann dort nicht erkannt, dass ihm was fehlt? Ich glaube, ja. Jesus, der sieht, die fehlt noch was. Na, ja, da weiß ich. Ich glaube, so was der Mann sich dort gedacht hat, ich weiß das. Du wirst sie nicht in die kommen, du wirst, weil ich gerade weiß, was fehlt mir noch, dass ich kann säulig werden. Wenn es heute an seine Güter hängt, falls wir an seine und sie gerettet Kapitol, dass ich das hier rede, wie heute und Fass, wenn es an mir das trüre ich, dass Jesus an das sehen. Du kannst mal ein Bestreben haben, das geht nicht. Du kannst nicht eine Christus Meier streben, ein Meier von einem wählen und du weißt über deine irdische Güter Hölle. Wo meine ich? Nein, ich meine nicht, dass du machst nicht alles verkäufe, dass Jesus diesen Mann hier sei,
Jeg glaub nicht, bitte Gott sagt dir das dort direkt. Jeg glaub, vi kjenner å kapt hold han. Vi kjenner å en geschafft han. Bless what as uns streve. Streve dort wie Maya Valle, wir han einlein. Wir kommen du mit ut. En weil wir du mein immer noch Maya. Aber Gott kann uns sehen. Ja, Gott kann uns sehen. Gott darf uns sehen, wenn wir mit unseren Finanzen, mit dort klingen leihen, vielleicht was wir anholen. Wir gehen da abrechtig mit an. Und Gott lädt uns Meier zu kommen. Das ist ganz richtig. Das ist echt das Seine da. Aber wenn uns Gott sehen, dort, was wir mit abrechtig angehen. Aber nicht dort uns Janka, uns Hortens verlangen, als Meier. Meier, ich will Meier, wenn dann kann ich gerade sein, dann kann ich heuer angesehen sein. Das Monde wird wahrscheinlich wieder ein hoch angesehener Mann, wenn es was ist in dieser Welt, ein hoch angesehener Mensch. Das ist ein Recher. Das ist ganz klar. In dieser Welt ist ein Recher, ein hoch angesehener Mensch. Das kann eins wer sein, aber wenn der ihr Schreck ist, dann ist der in der Welt hoch angesehener. Sei wie recht in Christus. Habe wie Erkenntnis über was Christus macht haben von uns. Er wird es uns bestreben. Habe wie das Bestreben, dass wir mehr von der Welt möchten. Er hat wie das Bestreben, dass wir mehr von Christus möchten. Und mehr erkennen, was er uns zu sagen hat, was er uns zu lernen hat. Du bleibst die Überprüfung bei uns selbst, bei uns persönlich. Weil wir uns persönlich überprüfen, was uns heute noch streben wird. Wir alle stehen in einer Gefahr, Rektum, das Rektum anzunehmen. Er hat dort herunterhauen. Nein, nicht bis der Recher. Das ist echt das eine, nicht bis der Arme. Und rein alle. Wenn ich von meinem persönlichen Leben redete, dann war ich an, ich verdiente meine Ferien, ich war über jeden Tag schön. Dann verdiene ich. In den Ferien gehe ich auf Arbeit und verdiene. Und ich verdiene Geld. Und ich verbringe nicht von den Jahren an, was ich das gewinnen kann für mich selbst behalten. Und ich gehe auf Jahren, wenn du eins ein Event auf Wien nicht hörst. Und du wirst über eins eine Missionssache geredet, über eins was geredet. Und du wirst eine Klage haben, ich gehe auf Jahren. Ich gehe mit Frieden. Und ich dachte mir immer so, das was schwer war mit dem Jahren, er hat dort. Das ist nicht für mich. Sei ich frei. Das wäre nicht für mich. So dachte ich dann. Wenn's, ich hatte nicht ein Problem mit dem Jewe, oder dass ich würde an mein Geld hängen. Dann ging das über Lothar, ich habe mich hier in Paraguay und für dein viel weniger. Naja, dann hatte ich gekauft, ich hatte ein Motorrad, ich hatte das und dort in die Hand. Und das musste ich dann betonen. Und dann war mir dort immer weniger wichtig, wie viel ich gebe dort, wie nicht sehr wichtig bei mir mehr. Aber mir fällt das danach nicht ab, dass das all einen Platz will nehmen in mein Hort. Und dann sind wir uns dann befrieden. Naja, ich verdiene mal wenig und das ging nicht. Wir mussten Ehrte köpfen, wir mussten Hüß betonen, wir mussten dort und dort. Ja, eine Regimente geben, das können wir nicht. Dort wird nicht schon von der Gemeinde geben. Und du darfst, fangt mich dort an, einen Platz zu nehmen in mein Hort. Und dort sehe ich dann Lothar angeworden. Es ist mir dort dann als wichtig geworden. Und ich habe die Sache dann erkannt, dass wir jeweils alle, auch wenn wir ein Klingelein haben. Aber du warst mir dort wichtig, auch wenn ich mal ein Klingelein verdiene, aber dort. Dort kreuzt so Geld, können halt kriegen in mein Hort. Und wir glauben vielleicht, vielmals, wenn der Mensch so viel hat, dann nimmt dort einen Platz in dem sein Hort. Ich glaube, das fängt bei einem klingenden Bettchen an. Was sagt Christus von dir heute, wenn du wirst eine Singestamme hast? Was wird heute die sein? Es ist dein Bestreben, wirklich deutbar mit anzugehen, er ist dort irdische Güter herunterhauen. Was mir wichtig war, hier sage ich dort,
hier in dessen Teig sah ich dort, ob einer steht, doi wot sich, ob sie ihn Rechtum verlaat. Jenja, wirst du erst dort in dort Gottes Rechte kommen, für dich, dass er vertrühe, ab Rechtum sagte. So dort ist dir vor. Dort ist dir vor, wenn wir uns vertrühe, ab uns Rechtum sagte. Wenn wir uns vertrühe, ab uns Geld sagte, dann weit wir dort, wie sind in dir vor. Aber wenn wir uns hupning, ab Christus sagte, und uns vertrühe, ab Christus sagte, dann go wie dem Leichten war ich, dann sei wie ab dem Rechen war ich. Was Gott macht haben. Und dort ist der vor, warum der Überschrift, glaube ich, gesagt hat, der vor Recht zu sein. Das ist so sehr leicht für uns hier als Menschen, dass wir uns vertrauen wollen, ab ans irdische Zarte, ab dort Zarte, was wir verdient haben oder was wir im Leben in Finanzen haben. Ich fuhr gestern noch ein Wutterlachen nur. Ich weiß gar nicht, warum ich soll tun vor, aber ich fall dort, Gott weiß mir da im Bild. Das ist hier ein einziger Aufwand, ich heute ist ein großer Wutala. Und das ist gleich die schleibbare Blist in der Erde, nicht in der Saalwutersonne. Aber mir war das wichtig, du wirst kein Wutterbahn und du wirst auch nicht schäl dran. Aber Gott weiß mir da im Bild von einem Wutala, weil wir mal sagen, wir haben ein wirtschaftliches Wutala. Und wir haben da ein jässiges Wutala. So, für das Wirtschaftliche sind wir Menschen so leicht wie Christen und so leicht, dass der Schälrahne, der muss alle reinbleiben für das Wirtschaftliche. Der Schälrahne, der muss rein sein, der muss Wutter sammeln, wenn du dann einmal 30, 40 Millimeter raufkommst, dann regnet das dann an, dann schält das dann an, dann sammelt das Wutter und dann regt das für die dritte Zeit, wenn man einmal steht nicht, was drehen geben. Aber für das Jässige, wir fürchten, sehen wir dann, dass du ein Wutterlach hast. Wir haben ein Wutterlach, du, und wir pochen uns du mit dem Wutterlach. Wir sind ein Wutterlach, wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Gemeindeglied. Aber wenn wir dann den Schälrahne bekämpfen, vielleicht sind wir gleich mal ein Schälrahne oder ein Zeierhöhle, und die sind vielleicht ganz teilstruck, wenn es dann einmal 50 Millimeter regnet, dann freuen wir uns, dass das Bett die Wutter, wo du in der Schälrahne stehen bleibst, wenn du kommst, gleich bei dem Wutterlach schälen. Also vielleicht ist es dort bei uns vielmals im Jässchen, oder dort, wie wir uns in der Vorstunde, dass es dort können sein. Dass die Schälrahne nicht rein sind im Jässchen, wenn das dann Jässchen reinigt, wenn wir einfach in der Leitung und Führung und wirklich Gemeinschaft haben mit Gott, dann das regnet über unser Leben im Jässchen bereichen. Wir lernen nie, dass er in eins, wenn er kommt, wie bei der steht, dass der Schwan da, wie viele vielleicht Gott seine Nähe nicht so sehr, naja, wenn wir nicht eine reine Schälrahne hier hat im jässlichen Gebiet, dann habe ich durch ein Wutter, dann ist eine dritte Zeit gekommen und dann habe ich nicht bestohlen geblieben. Dort bildet das schau mich an, wenn das reine, das im jässlichen Leben und du ein drehtes Wutterlach hast, was hält das Wutterlach dann? Das ist ganz anders, aber wenn wir dann im jässlichen auch, so würde es im Wirtschaftlichen dort reinhüllen, dass wir einfach eine Beziehung pflegen mit Gott, dann würde er uns sehen können. Und dann, wenn du eine dritte Zeit im jährlichen Leben, wo wir Gott in der Nähe nicht so sperren können, wenn es dort kommt, dort kommt. Immer war er in unserem Leben, wo wir Gott in der Nähe nicht so sperren, wie sind wir, wie beten Gott an, wie haben wir uns die Gemeinschaft mit ihm, aber nicht, dass wir ihn sehr direkt sperren können in anderen Momenten. Und dann haben wir aber Reservewut, wenn wir uns in Reinheit dort Wutter haben Tipp gesammelt. Ein guter Freund, den ich mal hatte, in 10 Jahren, und es war Anwasser, und ich dachte, weil wir waren. Naja, haben wir das ganz klar. Ich will Millionär werden oder Missionär. Nein, mir wird das damals sehr wichtig. Dort würde ich uns nicht schaffen. Er war uns nicht der Bestreben, kann er nicht bad haben. Bitte, er war ein Missionar und Gott sehen, da ist ein Millionär. Dann wird es seine Sache. Aber sehr wie manchmal mit der Anstellung im Leben, einfach das Bad ist, wer ich war. Ja? Und ein Wort, was uns heute noch hängen anstreben, dass wir Gott nur da kommen, oder dass wir das Geld wollen.
ein von beides Weltmensch in der ersten Stunde von jung an habe wir der mein Freund wie 13 12 13 dann hatte all diese Idee von Millionär oder Missionär. In diesen Tagen ist mir was sehr klar geworden. Christus, der bitte ihm, er sagt, geh und verkauf alles und gib dir die Arme und die waschen Schatz haben im Himmel. Wie haben, wenn wir Geld wollen, wo fast geschrieben haben, dann müssen wir hier durch Mitglied sein. Ich glaube, wenn es in alle Banken ist, das normal so. Wenn wir wollen, wo Geld fast geschrieben haben, dann müssen wir durch Mitglied sein. Jesus, der bittet diesen Mann in Wirklichkeit an, seine finanzielle Sache zu verkaufen und dort die Arme zu geben, und dann wird er einen Schatz haben im Himmel. Er gibt in Wirklichkeit einen Tischhandel, also in dort wie in der Stadt, wo er keine Rate, kein Eis hat, was seinen Schatz verfreten. Und dort macht er ein Mitglied sein, um dort den Schatz zu haben. Da war mir wichtig, wenn wir in Schatz haben im Himmel, dann sind wir durch Mitglied. Dann sind wir alle Mitglieder am Himmel. Und wenn wir aber diesen Schatz verpassen, wenn wir ab ans irdische Eier bühren und nicht bestrebt sind, dort zu denen, was Gott macht hat von unseren Finanzen, dann haben wir den Schatz verpassen. Und vielleicht auch sogar die Bürgerschaft, vielleicht auch sogar die Stadt, wenn es uns hortet hat an was anderes gehangen. Verpasse von der Samarins wird mir das sehr wichtig. Was ist verpasse? Was man wie ein Schatz verpasse? Ich will mal hängen weiß, dann komme ich an einen Flughuhe an. Ich wusste, ich hatte nicht viel Zeit. Ich glaube, eine Stunde hatte ich dort Zeit. Und mein Flugzeug, das kam mit Lothar an. Dann habe ich noch mehr weniger Zeit. Dann ging ich in mein Gate. Ne, du, wo ich den nächsten Schritt machen muss, dann sage ich, da sollte noch eine Geräte her, Mensch. Naja, ich würde schon essen gehen. Ich glaube nicht so, dass ich am Rad dann ging ich durch ein Restaurant im Flughafen essen. Und ich war ganz allein. Und dann, mit einmal, ich hier dort eine meine Meinung, du wie einer, der räumt meine Nummer über Lautsprecher. Und ich wusste aber nicht, nein, ich würde bloß falsch die Hit haben. Wenn es so viele Menschen wären, ich könnte nicht genau hier, da würde nur was anderes sein. Und wie du mal reinkriegst, Rama Eich von du, wo der geht, wo ich am Flugzeug abstehe. Dann habe ich vielleicht 10, 15 Minuten gegeben. Und dann ging ich dann in den dann wieder durch keine Menschen mehr. Und du hast viele Menschen gesehen. Dann wieder keine Menschen mehr. Und dann habe ich da alle durch. Und dann das Flugzeug ist ganz weit im Auflegen. So, ich habe das sehr verpasst. Du hast uns sehr Angst vor, wenn wir sowas dort verpassen. Wenn wir den Flug verpassen, das ist uns sehr Angst vor. Hast uns durch die Angst vor, dass wir wirklich so bestrebt sind, dass wir mit einmal das Ziel verpassen. Oder das verpassen, dass wir einen Schatz im Himmel ansammeln. Ich glaube, uns soll das wichtig sein, dass wir unsere Schätze sammeln, die im Himmel und einfach mit dem Herrn seine Hilfe und Armfrau um die Leitung und Führung, dass heuer uns zu kondieren, richtig mit dieser Sache anzugehen, mit unseren Finanzen anzugehen, dass die Arm hier ihre Däne. Weil wir noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Samarians nochmal, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich freue dich, dass du machst dein Wort, am nur deine Sehne und Herr, wenn du was isst von meinen eigenen Lappen, dann freue ich, dass du dort musst auslassen, aber Herr, bless dort, was von denen hat. Ich komme erst, dass dort was im Nur denke, bestohlen bleiben. In deinem Namen. Amen.